Hallo liebe Brettspielfreunde und Freunde von Partyspielen. Heute zeige ich euch das Spiel Spinner Challenge aus dem Ravensburger Verlag. Das Ganze ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren mit einer Dauer von ca. 20 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Spinner Challenge. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine kleine Anleitung mit den Aufgabenerklärungen darin. Dann gibt es hier einen Satz Karten mit entsprechenden Aufgaben. Und hier haben wir 4 von diesen kleineren Fidget Spinnern. Nicht mit den 3 Armen, sondern nur mit den 2 Armen. Davon haben wir hier 4 Stück in verschiedenen Farben. Und ja, das ist ja schon der komplette Inhalt dieser Spieleschachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau ist ganz einfach. Ihr nehmt einfach mal diese Übersicht, die würde ich mir dazu legen, weil hier sind die ganzen Sachen beschrieben, was man bei den einzelnen Karten machen muss. Das würde ich mir also mal dazu legen am Anfang, wenn man noch nicht weiß, was das alles bedeutet. Dann kriegt jeder Spieler hier so einen Fidget Spinner. Und dann gibt es diese Challenge-Karten und die mischen wir einfach kurz durch, legen die dann verdeckt auf den Tisch und dann kann man auslosen, wer der Beginner des Spiels ist, indem jeder mal den Fidget Spinner auf den Finger legt und mal loslegt. Und bei dem er halt am längsten läuft, dieser Spieler ist der Startspieler. Dieser deckt dann die erste Karte auf mit der ersten Challenge und dann kann es auch schon losgehen. Der Hype um die Fidget Spinner ist zwar schon etwas abgeflacht, es gibt sie immer noch überall zu kaufen, aber irgendwie will sie auch keiner mehr wirklich haben. Trotzdem haben wir von Ravensburger hier noch ein kleines, nettes Spiel, mit dem man ein bisschen seine Geschicklichkeit beweisen kann und was einfach recht witzig ist. Es ist einfach urkomisch, wenn man versucht, hier diese ganzen Aufgaben zu lösen, die teilweise so irre sind, dass sie wirklich nur mit viel, viel Übung funktionieren würden. Aber hier geht es einfach auch viel um den Spaß. Wie geht das Ganze? Also der Spieler, der am längsten seinen Fidget Spinner das erste Mal gedreht hat, wird der Startspieler. Danach geht es im Uhrzeigersinn reihum und man deckt einfach die erste Karte auf und schaut sich dann die entsprechende Aufgabe an. Es gibt 2 Arten von Aufgaben. Das sind zum einen Aufgaben, die haben hier unten eine Uhr drauf und es gibt Aufgaben, die haben hier unten so einen Finger drauf. Die Uhr, das sind Zeit-Challenges. Da geht es darum, welcher Spieler es am längsten schafft, etwas zu tun. Bei der Geschicklichkeits-Challenge geht es darum, auch etwas zu tun und hier geht es einfach darum, wer es mit den wenigsten Versuchen schafft, diese Aktion zu machen. Was gibt es da alles für Challenges? Das ist alles sehr witzig und wie gesagt, wenn ihr mal das durchgespielt habt, dann wisst ihr auch, was das alles bedeutet. Hier haben wir zum Beispiel auf der Kante eines Handys den Fidget Spinner zu drehen und eben zu schauen, wie lange er da sich dreht und das macht einfach jeder Spieler. Und die Zeit, die misst man am besten mit einer kleinen Stoppuhr, Timer vom Handy oder sonstiges. Denn oft diese Zeit-Challenges gleichzeitig zu starten und dann zu vergleichen, ist schwierig, weil der eine einfach ein bisschen länger braucht wie der andere. Lässt sich immer schlecht vergleichen, also wir haben es mit der kleinen Stoppuhr gemacht und dann eben geschaut, wer es länger schafft. Hier zum Beispiel haben wir eine Challenge, die ist dann hier auch eben beschrieben. Wirf den Fidget Spinner in die Luft und fang ihn wieder auf, sodass er sich weiterhin dreht. Und dann muss man das halt versuchen. Wie gesagt, das ist alles nicht so einfach. Ich bin jetzt kein Fidget Spinner Superheld. Das jetzt hochzuwerfen und irgendwie zu fangen, dass sich das weiter dreht. Keine Ahnung, wie viele Versuche ich dafür brauche. Jetzt ist er erstmal weggeflogen. Und hier ist er auch schon wieder. Wie gesagt, da gibt es viele Aufgaben, die sind wirklich nicht leicht zu meistern. Und der Spieler, der es einfach am besten meistert, die längste Zeit es geschafft hat oder eben die wenigsten Versuche gebraucht hat, um es einigermaßen hinzubekommen, kriegt einfach die entsprechende Karte. Und am Schluss schaut man, wer die meisten Karten gewonnen hat. Schauen wir uns ein paar Challenges an. Wie gesagt, hier gibt es dann so Sachen wie den Fidget Spinner hinter seinem Rücken durchgeben, natürlich im laufenden Zustand, oder 2 Fidget Spinner aufeinander zu legen und zu schauen, wie lange man die am Laufen halten kann, auf einem Löffel, auf dem Bizeps, auf dem Knie, einfach auf den Tisch legen, auf einem Stift, auf dem großen Zeh, auf der Schulter, hier von einer Hand in die andere geben, auf einem Wasserglas und so weiter und so fort. Hier gibt es einfach die unterschiedlichsten Challenges, auf dem Kopf oder sonst wo.
die man einfach der Reihe nach durchspielt, bis der ganze Stapel gespielt ist. Und der Spieler, der am meisten Challenges für sich gewinnen konnte, ist dann auch der Sieger des kompletten Spiels. Wie gesagt, kein abendfüllendes Spiel. Man muss ein bisschen was mit diesen Fidget Spinnern anfangen können, sie wenigstens ein bisschen bedienen können. Sie sind jetzt nicht super austariert, also sie wackeln teilweise ganz ordentlich. Ich habe ein paar teure Fidget Spinner mir damals gekauft. Die laufen natürlich um einiges besser und länger. Aber wie gesagt, es funktioniert trotzdem ganz gut. Man kann hier eine Menge Spaß haben mit Leuten, die auch Lust auf sowas haben. Hat man natürlich ein paar Teenager dabei, die vollen Cracks mit diesen Dingern sind, hat man es natürlich schwer. Aber Spaß hat man so und so. Und wer sich auf den Spaß mal einlassen möchte, der kann sich ja die Spinner Challenge mal näher anschauen. Das war sie, meine Brettspielvorstellung von Spinner Challenge aus dem Ravensburger Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut, euer Michael.